Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Shoes in einer neuen Folge Creativeverse. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ich wollte in der letzten Folge eigentlich den weißen Kringel da fertig machen, hat aber nicht ganz geklappt, weil, wie ihr gerade seht, ich musste mir ein paar Slaps machen. So, dann habe ich gedacht, komm, machst du da einen Cut, machst kurz Bäuschen und dann ziehst du das jetzt hier schnell mit denen zusammen durch. Also bleibt mal dran. Ist ja auch nicht mehr viel, nur noch hier die Kurve. Sofern wir da hochkommen, aber ich denke ja. Puh, Schwein gehabt. Dass da noch ein Baum ist. Ein paar bisschen Beleuchtung habe ich auch mal hingeknallt. Sah halt cool aus für ein Foto auf alle Fälle. Also für ein Anzeigebild von der grünen Hölle, wie ich ja die letzte Folge oder Vorhölle, wie ich die Folge ja getauft habe. Hier muss ich gleich mal gucken. Auf jeden Fall so. 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 Und komm schon. Yes. A-U. Genau. Und da drüben habe ich das auch, glaube ich, eigentlich nur auch hier oben so lang gezimmert. War nicht mehr so groß. 1, 2, 3, 4. Müssten es ja dann hier auch sein. Guck mal, ist gar nicht mehr so viel Weg. Perfekt. 4, 4. So, dann sind wir ja quasi hier oben. Das ganze Ding wird ja dann hier kopiert, hier rüber. Ne? So nach dem Motto. Und jetzt will ich hier eigentlich mittig, hatte ich mir so überlegt, den Weg ziehen. Aber wir könnten rein theoretisch auch erstmal das hier machen. Wir gehen ja, kommen ja genau bis hier vorne ran. Erstmal zumachen. Oder? Hat er jetzt noch genug Licht? Ja, hat er. Leuchtet immer noch schön. Das ist die Frage, was wir hier. Ich werde hier wahrscheinlich so größere Plätze ziehen. So, deswegen machen wir erstmal hier bis vorne ran. Würden wir ja wieder hier eine ganze, ja gut, eine ganze Ecke bauen wir nicht aus, nur hier den Kreis ringsrum. Wird einfach wie so zum Begehen sein, also da kommt jetzt nichts Wildes hin. Bisschen ausgeschmückt, aber minimal eigentlich nur. Ach, so geht's natürlich auch. Ja, das so angehen. Ein bisschen schneller, nicht ganz so viel Friemelarbeit. Perfekt. Wir müssen ja noch einen dicken höher. Da müssen wir hin. Ja, das werden wir nicht komplett ausbauen können. Bis dato, das ist too much. Oh. Hierfür reicht es ja hoffentlich noch. So. Ja, das ist nämlich schon ja alles Baum weg. Thank you.
Ist ja egal, wo wir jetzt genau anfangen. Wo kommt dieses Dreckschwein denn her? Irgendwann sollten hier doch, wenn dann nur normale Monster spawnen. Oder als was zählt ihr das denn hier? Gibt es gar keine Anzeige mehr? Grasland oder so? Ja, ich weiß, ist immer nicht so spannend. Aber gehört halt dazu. Komm, machen wir mal ein Schweinchen platt. Mit gekonnten Handgriffen haben wir es vernichtet. Aber wir haben diese Ebene dann quasi schon mal gut und schnell durchgearbeitet. Würde ich jetzt mal behaupten. Jetzt kommen wir uns hier mal die Mitte. Einmal so und zurück. Und schon ist das hier alles zu. Perfekt. Und hier ist dann der Treppenaufgang. Ja, wie gesagt, da tut der alles noch verschickert hier. Verschickert, auch ein geiles Wort. Verschönert. Nehmen wir hier mal so mittig rein. Ziehen wir hier mal rüber. Peu à peu dicht. Das hin? Ja, ich glaube, da drüben war das auch so. Sieht jetzt hier nur gerade, weil es noch relativ hell ist, glaube ich, so ein bisschen anders aus. Das sollte eigentlich gleich sein. So. Hier müssen wir nochmal ein bisschen rüber gehen. Die werden echt eng. Das reicht nicht. Das sehe ich jetzt schon. Hauen wir sie alle raus. Sogar schon die Giftlevis hier hoch. So, geil. Ja, ich weiß, es ist. Aber sind Arbeiten, die müssen raus. Ohne das funktioniert es halt nicht. Und ich bin ja der Meinung, wenn ich mir schon die Materialien immer offline besorge, großteils offline, müsst ihr dann hier halt mal mit durch. Okay, das steht soweit, das ist schon mal gut. Und jetzt können wir uns mal überlegen, wie wir das hier oben handhaben. Ja, hier überlege ich ja, ob ich nicht eine Brücke reinziehe, in die Mitte, dass man dann hier auch so runter gucken kann. Die dann natürlich irgendwann verschwindet. So, das ist genau die Mitte. Das heißt, ich hätte hier 1, 2. So, Mitte. 1, 2, 3, 4.
Ich müsste, wenn dann, schon hier rüber gehen. Sonst bin ich zu dicht hier. Okay. Das heißt, auch an der Position werde ich was anders machen. Nein. Ich kopiere mir mal den da. Und verändere jetzt nur den Winkel. Nach da. Jetzt holen wir uns mal die hier zur Hilfe. Jetzt muss ich gucken. Jetzt kann man am besten erstmal hier oben gucken. Ich jetzt so ransetze. Ist der richtig? Fällt der nach? So müsste der. Okay. Verdammt. Verdammt, den falschen anvisiert. Ah, verdammt. So, nochmal. Genau, die gehen nach da, die geht nach da, okay. Jetzt haben wir auch den richtigen am Visier. Warum hat der seine Maserung so? Keine Ahnung, Hauptsache passt am Ende. Ich weiß, das geht zwar nicht konform mit dem, aber egal. So. So, ich habe das aber hier relativ gleich. So, und damit ist ja nämlich auch rein theoretisch breit genug, dass ich den noch einen Rand geben kann und so weiter und so fort. Schon krass. So. Ich sage, gehen wir erstmal komplett rüber, oder? Wie gesagt, innen ist ja immer kleiner als außen, das ist ja der Vorteil. Dass wir das hier so schön langziehen können. Und das hier wegnehmen. Genau, da waren wir ja noch nicht oben. Ist ja auch nicht so schlimm. Pop die Ecke. Haben wir dann das auch richtig gemacht? Ja, ja, klar. Passt. Okay, ich hatte schon Angst. Läuft. Und dann geht der ganze Weg zurück und nochmal hin. Und dann der Weiß rüber und zurück und dann nochmal hin.
relativ simpel. Ich hoffe nur, dass wir das dann relativ in die eigene Blueprint reinzimmern können. Das wäre natürlich ganz, ganz nett. So, machen wir das mal so. Wir brauchen nicht hin und zurücklaufen. Dann nutzen jeden Weg. Und durchs Dach hat es auch natürlich schon wieder ordentlich Struktur. Oder? Oh Mann, ich komme noch nicht mal rausgeflogen. So hoch ist das noch. Dann lieber so. Bevor ihr rummäkelt. Hoffentlich sollte er eigentlich aufgehen, oder? Perfekt. Und zurück. Jetzt überlege ich, machst du hier drin in der Mitte so einen Kreis, aber nö. So. Und was wollen wir mehr, dass wir das jetzt hier schon mal haben? Den Stieg! Mit der entsprechenden Rotation hier. Jetzt packe ich den hier auch noch mal ein paar Leuchten hin, an die entsprechenden Stellen. Das ist ungefähr hier. Wo haben wir die Mitte? Hier eventuell. Zwei, drei, vier. Sollte aber eigentlich nicht. Ich glaube, der hier ist es. So, müssen wir nur natürlich nochmal zurück. Und damit ist das Holz alle. Guck mal, ein bisschen haben wir ja, glaube ich, nach unten. Ja, fett. Richtig kranker Scheiß. Das ist ja auch dann, du denkst von außen schon, wow, und dann gehst du rein und denkst so nochmal, wow, billig, aber wow. warte, was wollte ich jetzt? Holz. Hier können wir auch nicht viel, aber die hier können wir noch verbraten auf alle Fälle. Scheiß drauf, braucht der Hund nicht. Zieh mal wenigstens den noch drüber. Na, dann sind wir schon fast bei der Hälfte der Höhe. War schon lustig, was man so mit kleinen Effekten alles rausreißen kann. Mit so kleinen Mitteln. Ihr habt es ja gesehen, das wirkt schon gut. Finde ich jetzt. Hier habe ich keine Lampe, aber da drüben habe ich eine. Das ist komisch. Das
reiß dich raus. Setz dich lieber hier hin. Sehr schön. So, Folge um. Haben eigentlich gut was geschafft, finde ich. Ne? Wir haben den kompletten Kreis fertig. Wir haben hier das hier fertig gemacht. Und ja, den Steg schon mal in der Mitte angefangen. Den wir jetzt natürlich nur noch ausbauen werden, ein bisschen. Dann ziehen wir hier natürlich auch noch ein bisschen Verkleidung rein. Aber relativ sporadisch. Ach, ich weiß noch nicht, wie wir hier hochkommen sollen, Alter. Das ist mal eine ganz schöne Ecke. Ja, wir werden hier irgendwie hochgehen und dann so zack zur Seite über dem Dach. Also das wird hier auch nicht mehr unbegrenzt hochgehen. Ich nehme mal an, maximal bis hier. Das nehme ich mir mal so als Grenze. Der weiße Abschnitt hier. Entschuldigung. Ja, ich merke schon, ich habe zu viel gequatscht, gemacht, getan. Nee, ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst mir ein Däumchen, ein Abo da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüssi.